So, hallo, willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft. Und ja, heute machen wir erstmal eine große Entdeckung. Ich sitze mal wieder absolut nicht mittig hier. Hallo, Raffo. So, mittig. Denn die Karte geht. Naja, eigentlich sollten die Flecken jetzt auch gehen. Ah, sie werden geladen. Hat mir 6 Stunden gekostet, diese Karte wieder auf Vordermann zu bringen. Aber jetzt geht es. Ist auch der Hauptgrund, warum wir heute Let's Play machen. Dass ich so ein bisschen angeben kann. Guckt euch diese Karte an. Jo, Raffo, die Karte geht. Ein Wunder. Was habe ich denn da für eine Blase auf der Karte? Auf dem. Kann das sein, dass es regnet? Aber wir sind doch in der Wüste eigentlich. Dürfte es hier nicht regnen. Doch, es regnet. Und scheinbar zählt das dann auch in der Wüste. Ich mag diese nassen Flecken dann. Alles spiegelt so schön. So, was machen wir heute? Wenn ihr mich fragt. Ach ja, das Wasser beim Stausee. Genau, gut, dass du mich noch dran erinnerst. Das machen wir zuerst. Wir haben nämlich, oder vielmehr Raffo hat eine Baustelle gefunden, die wir beheben müssen. Und das tun wir jetzt als erstes. Das machen wir uns jetzt auch recht einfach. Haben wir hier oben zufällig ein Bett stehen? Nö. Tools sollte ich mitnehmen. Wäre wohl nicht verkehrt. Die hatte ich irgendwo hingepackt. Zwischendurch hatte ich den Server auch ganz geschrottet. Das zeige ich euch nachher auch mal. Da habe ich was ausprobiert. Da ging gar nichts mehr. Hallo, Dart-Fan. Das Lager hier ist fertig, Raffo. Da ist schon alles drin sogar. So, aber erstmal jetzt. Unser schöner Strand ist nämlich kaputt. Und das wahrscheinlich schon seit 2, 3 Versionen. Seit dem dämlichen Wasser-Update, wo auf einmal alles mit Wasser kombinierbar ist. Und das ist keinem aufgefallen. Außer Raffu. Er hat's gesehen. Da, gucktet euch an. Guckt euch diese Sauerei an. Irgendwann müssen wir an das Haus hier auch noch mal dran. Dass man nicht einfach gesagt hat, alles, was momentan nicht wasserdurchlässig ist, das bleibt auch so.
Oh, sogar mit Moosstein habe ich hier gebaut. Wie edel. Hauptsache, die Fackel da wurde nicht weggespült. Alles ist überflutet. Ah, die Fackel, die hängt noch. So. Und jetzt setze ich die Mauer einfach wieder oben drauf. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier noch ein paar Fackeln hinstellen. So, hoffentlich reicht das. So, als nächstes zeige ich euch, was ich kaputt gemacht habe. Noch was zu trinken hier. Da waren wir hier hinten am Bauen, am Kater reparieren. Und ich hatte diese wunderbare Idee, da ich immer ja oben eine Reihe Blöcke ziehen musste, um sie dann wieder wegzunehmen, hatte ich überlegt, welche Blöcke lösen sich denn nach einer Zeit auf? Naja. Naja, dann ist das halt so. Und da habe ich nachgedacht, ja, Laub, aber nur wenn es natürlich spawnt. Und dann alle möglichen Blöcke, die einen festen Untergrund brauchen, wie zum Beispiel Teppich, ausprobiert.
Ging auch nicht. Habe ich mir gedacht, ja, okay. Mir fehlt noch Wasser. Ach, das habe ich wahrscheinlich mitgelöscht. Scheiße. Ja, natürlich habe ich das mitgelöscht. Habe ich mir gedacht, ja komm, dieses Eis. Dieses Eis, das du benutzt. Oder vielmehr, das du hast, wenn du Frostwalk hast. Also Eisläufer. Ich dachte, ja, das verschwindet ja nach einer Zeit. Ja. Leider verschwindet es nicht nur, es hinterlässt Wasser. Das heißt, auf der obersten Ebene ist eben ein Feld von 100 mal 100 Wasser gespawnt und runtergeflossen. Das hat natürlich mein Client in die Knie bezwungen, das zu berechnen. Und ich musste das alles irgendwie über die Konsole wieder rauslöschen. Und dabei habe ich wahrscheinlich auch das Wasser hier komplett weggelöscht. Egal. Sobald wir wieder Pyramiden bauen, machen wir es wieder hin. Das war toll. Da hatte ich richtig Spaß an dem Tag. Nicht nur, dass ich diese mühevolle und langweilige Arbeit hatte. Stundenlang 100 mal 100 Blöcke spawnen, 100 mal 100 Blöcke löschen. 100 mal 100 Blöcke spawnen, 100 mal 100 Blöcke löschen. Nein, dann kam natürlich das auch noch dazu. Hallo, Lena! Na, wie geht's dir, Schwesterchen? Aber jetzt ist zumindest die Karte wieder repariert. Es regnet auch nicht mehr durch die Blöcke durch. Und das bedeutet auch, ihr kriegt im Anschluss einen Download. Na, wie geht's euch? Heute wird warm. Ja, geht so weit. Da ist übrigens meine Schwester mit dem Namen meines Neffen. Ja, wir müssen heute zwischendurch öfters mal Bambus ernten. Denn in der nächsten Zeit brauchen wir viele Brennstoffe. Muss jetzt gleich erstmal einkaufen. Schau nachher nochmal rein. Jo, dann viel Spaß beim Einkaufen und bis später. Ich kam ja auf die tolle Idee, eine Regenbogenstrecke über die Stadt zu bauen. Da habe ich auch schon Pläne gemacht. Ihr kennt mich ja. Irus schmieden immer Pläne. Warum wird es jetzt dunkel? Habe ich es erlaubt, dass es jetzt dunkel wird? Ach ja, stimmt. Ich habe ja hier noch den besseren Magneten.
Genau, die ironische Pläneschmiede. So, und jetzt ab ins Bett. Hallo, Steffen, by the way. Steffen, ich glaube, ich habe gerade eine Tina glücklich gemacht. Okay, gute Nacht, bis später. Okay, schlaf schön. Glaube, er meint mich, weil ich gesagt habe, ich gehe jetzt schlafen. Ist ja auch egal. So, was macht denn eigentlich hier die Kisten? Okay, die muss ich auch mal alle ins Force Load packen. Liegt ja schon. Ah, das war aber wieder eine kurze Nacht. Ich habe ihr gesagt, dass sie am Wochenende die wichtigste Aufgabe von allen haben wird. Das ärgert mich schon wieder.